figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Nee, das zeige ich euch ein anderes Mal, wie das so abläuft. Ich habe noch darüber nachgedacht, dass wir eventuell kurz noch in die Arena vorbeischneiden, aber ehrlich gesagt, mehr, eher weniger. Jetzt müssen wir dort zum Turm, okay. Machen wir. Holen wir uns gar nicht vorstellen, wie das Fliegen das Reisen vor Flohpulver war. Oh yeah. Psst, hier drüben. Leise. Gut, dass dich meine Eule erreicht hat. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Natti, was ist los? Was wollen wir eigentlich hier draußen? Wie versprochen, habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt. Er hat einen Brief gelesen. Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Und nachdem du meintest, dass Rookwood und Harlow hinter dir her sind, dachte ich, du wärst perfekt geeignet, um sie mit mir zu erledigen. Ein für alle Mal. Der Brief ist der Beweis, den Officer Singer braucht. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, um an ihn heranzukommen. Können wir nicht direkt zum Ministerium statt zu Officer Singer? Denkst du etwa, die hören auf Schüler? Nur Officer Singer kann eine Untersuchung einleiten. Das Ministerium kommt später dazu. Du scheinst Rookwood und Harlow unbedingt aufhalten zu wollen. Warum? Leute wie ihn kenne ich aus Uganda. Wenn man sie nicht stoppt, können schlimme Dinge geschehen. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir, wenn wir mehr Zeit haben. Jetzt sollten wir tun, wozu wir hier sind. Okay. Ich helfe dir mit dem Brief, Natti. Freut mich zu hören. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor. Such du einen anderen Eingang. Hä? Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen. Harlow ist schließlich hier. Mhm. Revelio. Ach, und Besen darf ich nicht verwenden, oder was? Lautlos und dann muss ich in eine Mauer wegspringen, oder was? Was das wohl ist? Ah, ne, was ist das? Das war's. Das muss ich dann hier hinklatschen. Moment, kommst ja nicht hoch. Moment, kann ich? Ja, funktioniert. Revelio. Ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Natti das Tor zu öffnen. Alles klar. Kann ich um 6 schießen? Ich hoffe doch. Levioso. Du willst mich verarschen, wa?
Revelio. Sackgasse. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, den da. Was Arresto Momento. Ach, komm. Danke. Schon besser. Das könnte das Tor hochziehen. Okay. Ich kann nicht glauben, dass ich das aufschreiben muss, aber ihr Schwachköpfe hört einfach nicht zu. Schiebt das Tor auf, springt es nicht. Wenn es noch einmal in die Luft fliegt, schwöre ich, ist es euer Ende. What the fuck? Was wollen die von mir? Was wollen die von mir? Ich wollte gerade sagen, ich wusste, du schaffst das. Da lang. Ich übernehme die Tür. Hallo, Homura. Du weißt schon, dass ich alle Stufen schon drauf habe, ne? Von Hallo, Homura. Das ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Hallo und den Brief dort finden. Wir müssen vorsichtig sein, sobald ich höre sie. Und jetzt? Haltet das Vieh fest! Schwinge. Kennst du diesen Hippogreif? Ja, kenne ich. Neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Das ist unsere Chance. Los! Ah. Verdammt. War ja klar, ne? Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Irgendwo. Ja. Ich denke schon, dass es den gibt. Ich bin zwar Bilderer, aber ich hatte ihn. Wir hatten früher einen Knie. Ich war traurig. Ich hoffe, Natti hat keine Probleme. Revelio. Nicht gerade der sicherste Ort. Revelio. Das ist beinahe zu einfach.
Akio. Revelio. So, wir machen jetzt den Stealth-Modus an. Ihr Anfänger, versuch's in einem Jahr nochmal. Hallo Homura. Ah, Auto lösen. Ja, das mag ich natürlich, weil das ist ja völlig Banane, das immer wieder zu machen. Revelio. Ich hoffe, Nati hat es nicht so schwer. Hallo, Homura. Geil, Mega-Power-Trank. Revelio. Wird auch nie wieder was anderes drin sein. Du kehrst in der Holzkiste nach Hause. Was zum Fake bist du? Revelio. Revelio. Mal Luki Luki machen, na, wer will? Wer braucht Stress? Vielleicht mache ich dann wieder zwei Videos draus, ne? Bring sie vielleicht an einem Tag, aber ich will das schon irgendwie spotlighten. Astrid, behalte mein Versteck im Auge, ja? Es gehört dir. Sollte ich auf mysteriöse Weise verschwinden. Der Lügner hat uns um unser Hab und Gut betrogen. Also habe ich gewonnen. Also habe ich genommen, was ich und es hier versteckt. 20 verdammte Jahre und wir werden nicht besser behandelt als die Nahen, die seit 2 Wochen hier sind. Manfred. Oder Manfred. Revelio. Hä? Ach so. Revelio. Wir sind oben. Schwinge. Alles ist gut. Ganz ruhig. Da seid ihr. Komm,
Alohomora. Mach schon. Ach du Scheiße. Hey, bring mir Avada Kedavra auch bei. Guckt euch den Shit an. So cool. Muss eine außerplanmäßige Fahrt sein. So geil. Muss das erste Mal Hypogreif fliegen, ey. Ja, und jetzt? Ob man uns wohl vom Schloss aus sehen kann? Eventuell schon. Ich weiß. Wirklich unglaublich, oder? Nur ich hab den schöneren Piepmatz. Wo willst du eigentlich genau hin? Sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesfluch belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinge. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Okay. Wolkenschwinge, naja, Gegenstand frei. Es ist kein Gegenstand. Was? Sepulchira oder Kaliko, ne, ein Gegenstand frech. Sind keine Gegenstände, sind Tiere, verfickt. Ei, Kuku, Bro. Aber die, hä? Was soll ich die bei mir freilassen, oder was? What the fuck? Hopp, Wolkenschwinge, hopp! Mit in den Raum der Wünsche. Die gesagt, dass er ihnen etwas mitzuteilen hat. Aha.
Hä? What the fuck? Schwarzer Hippogreif. Dann haben wir noch, ne, Testral. Aber ein Weibchen. Willst du mich verarschen? Figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they find me. Yeah.